Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV bzw. vielmehr dem JFD Devisenradar. Live Trading TV folgt ja erst später mit der Beschau zum DAX. Wir wollen uns heute dem US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar widmen und Sie sehen es und Sie wissen es ja auch schon bekanntermaßen, was das für ein Tag für das Währungspaar ist, was das bedeutet letztlich. Wir haben es hier mit dem bullischsten Wochentag zu tun und zwar sehr, sehr eindeutig. Solche Werte über 70% sind nicht häufig vorzufinden. Wir sehen nämlich hier, und darauf wollen wir uns eben mal fokussieren, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar im Blick auf die letzten 52 Handelswochen den Freitag in 74% der Fälle positiv beschließen konnte. Das ist wirklich statistisch hervorragend. Jetzt ist eben nur die Frage, passt das zum aktuellen Chartverlauf? Sehen wir da auch wirklich gleichbleibende Chancen? Denn was nützt die beste Tagesstatistik, wenn das Währungspaar selbst hier ein Stück weit lethargisch daherkommt oder eben auch hier gar keine Signale dahingehend liefert? Statistisch gesehen, wie gesagt, der Tag sehr, sehr bullisch und ergänzend dazu möchte ich Ihnen auch noch eine andere Statistik beifügen und zwar hier die immer mal wieder auf vorgestellte Fuzzy-Vektor-Logik, in dem Fall jetzt mal auf Tagesbasis, wo wir hier hervorragende Pattern sehen und zwar direkt beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar in relativ deutlicher Form und zwar haben wir hier, und darauf kommt es jetzt mal an, die Tendenzen in Sachen Erscheinungshäufigkeit, das letztere Pattern hier mit knapp 86% Trefferquote, er tauchte nur siebenmal auf. Das hat praktisch keine Relevanz, aber in Kombination mit dem ersten Pattern, was hier knapp 67% Trefferquote hat und bereits knapp 160 Mal auftauchte, lässt sich hier durchaus schon eine Ableitung finden. Und wir sind hier nach den Regressionskanälen auch in einer schönen Aufwärts Bewegung, wir haben hier auch ein zunehmendes Momentum, das sieht ganz gut aus, sodass es heute hier tatsächlich zu weiteren Preissteigerungen kommen könnte. Wollen wir uns das aber mal nochmal vorab in dem Tageschart anschauen zum Pair. Da sehen wir nämlich hier erstmal die Bewegung der jüngsten Zeit und die kommen schon ganz gut daher. Wir hatten hier natürlich eine Schwächephase bedingt durch die US-Dollar oder durch den Druck des US-Dollars und das Ganze stoppte hier im Bereich um die Marke von 1,20, Erholungsimpuls, korrektiver Rücklauf, hier eine kleine Hammerkerze und jetzt seitdem läuft es wieder nach oben raus. Wir sind hier im Bereich des Vormonatshochs und da wird es eben spannend, gehen wir da heute per Wochenschluss drüber oder eben nicht. Dazu müsste natürlich auch das gestrige Tageshoch fallen im Idealfall, wobei da schon die Range relativ weit ausgeschöpft ist, wenn es denn dazu kommt. Aber grundsätzlich darf man erstmal feststellen, dass der Markt hier jetzt eine weitere Erholung vor sich haben könnte. Und entgegen dem, was wir hier zu Anfang des Jahres sahen, beziehungsweise hier vielmehr im März, mit diesen Verlaufshochs, die dann aber hier schon eine sehr, sehr eindeutige negative Divergenz hier auf dem RSI-Oszillator beiwohnten, haben wir hier die Situation, dass wenn es jetzt hier einen Ausbruch nach oben geben könnte, wir noch ja im Sinne des Oszillators RSI hier noch einiges an Potenzial hätten und dann auch hier eine negative Divergenz möglicherweise ja, relativiert werden kann. Diese allerdings aktuell besteht. Also Sie sehen hier das Hoch vom Anfang Juni und hier das jüngst erzielte Hoch am gestrigen Handelstag und der RSI ist schon ein Stück weit tiefer. Also hier ist schon eine leichte Divergenz zu sehen, aber die kann sich relativ schnell auflösen, wenn es das Währungspaar schafft, eben nach oben rauszuziehen. Und das wird jetzt mal genau das sein, was wir uns jetzt hier mal im Detail beobachten, näher anschauen wollen und beobachten wollen, ob es denn hier dazu kommt, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, auch Loonie genannt, hier nach oben rausziehen kann. Aktuell ein Stück weit schwächer. Soll uns aber noch nicht beunruhigen, denn grundsätzlich, wie gesagt, hat das Währungspaar hier einiges vor sich. So, schauen wir mal auf die Stunde, bevor wir mit MetaTrader auf den M15 gehen. Wir haben hier ein leichtes Support-Level von den gestrigen Tiefs herrührend, inklusive der Bewegung vom 1.7. Das ist eine Supportzone hier. Hier kam Kaufinteresse auf. Es ist natürlich eine nächtliche Session. Hier wurde der asiatische Handel vollzogen heute Nacht, aber hier haben wir schon einen kleinen Support gebildet. Das heißt, wenn wir hier oberhalb von 1,2540 bleiben und wir laufen aktuell ein Stück weit zurück in diese Richtung und da ist eben auch das Vortagestief zu finden, dann sind hier gute Chancen, dass sich der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar stabilisieren könnte, was in der Konsequenz im Zuge des bullischen Wochentages hier durchaus für eine Aufwärtsbewegung sprechen könnte. Schauen wir noch kurz auf die möglichen Tiefs hin. 1,2547, 1,2583. Gut, da sind wir schon natürlich deutlich drunter. Deswegen das Pattern auch hier schon in Anführungszeichen relativ zu sehen. Die Häufigkeit von 7 ist wirklich zu vernachlässigen. Aber hier 1,2547 nach dem Pattern mit der häufigeren Erscheinung ist das schon mal eine ganz interessante Möglichkeit, dass wir hier oberhalb von 1,2530 auf aktuellem Niveau hier
sozusagen eine Bodenbildung erfahren. News kommen heute nicht aus Kanada, das ist am Freitag relativ häufig der Fall, da haben wir aber nichts zu erwarten. Also ergo, mal abwarten, was die Technik sagt, wenn wir hier über 1,2530 bleiben. Dazu jetzt mal in den MetaTrader geschaut, auf den M15. Asia Range, sind wir noch mittendrin. Das ist natürlich genau der Punkt. 21 Pips bislang gelaufen. Das ist keine große Hausnummer. Da muss man sagen, da müsste schon noch ein bisschen mehr gehen. Im Moment 24 Pips, um genau zu sein. Das ist auch exakt die heutige Tagesspanne. Wir haben im Schnitt knapp 100 Pips zu erwarten. Das sehen Sie auch hier an der Average True Range Maximum oben und unten. Aber die Chancen, dass wenn wir hier ein neues Tageshoch machen, über den heutigen Pivot Point rausziehen, das gestrige Tageshoch praktisch ins Visier nehmen, dann stehen die Chancen gut, dass wir ja auch in den Bereich 1,2630, 1,2637 aufsteigen könnten. Definitiv. Dazu muss auch das Vortagstief natürlich verteidigt werden. Gelingt dies, dann haben wir gute Chancen, eben hier eine, wenn jetzt Rückläufe erfolgen, hier eine Bodenbildung zu finden. Wenn es nach oben rauszieht, dann kann das alles ganz, ganz schnell dynamisch gehen. Doch bedenken Sie, wir haben Feiertag in den USA und das ist natürlich gerade an einem Freitag ja ein gewisses Hemmnis. Da ist die Frage, ob da wirklich genug Kapital rüberschwappt, um hier auch entsprechende Bewegungen auf unseren Charts zu erzeugen. Das bleibt mal abzuwarten, aber rein technisch, rein von der Ausgangslage ist der Tag heute hier für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar auch unter den technischen Bedingungen, die wir hier sehen, durchaus interessant. Das gilt es eben mal genau abzuwägen, was der jetzt hier letztlich macht, aber die Chancen, dass wir hier einen Ausbruch nach oben sehen, sind gut. So, müssen wir das nochmal anpassen. Jetzt haben wir es. So, also, ergo, Scheinkauf interessant, aber heute ohne News aufgepasst. Geht es hingegen nach unten, neues Vortagestief oder Durchbruch unter das Vortagestief würde dann natürlich hier die statistische Relevanz ein Stück weit nach hinten werfen und im Sinne dessen, dass wir hier, Moment, natürlich nicht eine 100% Quote haben. Wäre das dann wohl hier für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar dann hier die negative Entwicklung im Sinne nur 26% negativer Preise, wenn wir ein neues Tagestief machen? Diese Option muss man definitiv im Kopf haben, so schön die ein oder andere Statistik auch ist. Es ist keine Garantie, dass es passiert, aber rein die Rahmenbedingungen sprechen heute für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Warten wir ab, was passiert. Ich wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen Resttag. Wir hören uns später beim JFD Live Trading TV zum DAX und Co. wieder, wenn Sie mögen. Ich sende erstmal auf bald in den Äther und genießen Sie auch das schöne Wetter. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.